Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja immer ein bisschen schwierig, nach Herrn Müller zu sprechen. Dann ist ja eigentlich alles Wesentliche schon gesagt und auch in der richtigen Tonalität. Ich will es trotzdem versuchen. Halten wir aber als allererstes fest, offenkundig ist der Sport in Nordrhein-Westfalen nur auf Initiative der CDU entstanden und alle anderen haben es geklaut. Das haben Sie zum Anlass genommen, nur um sicherzugehen, dass wir das nicht wieder machen, haben Sie zum Anlass genommen, alle sportpolitischen Bemühungen gänzlich einzustellen. Das ist auch konsequent. Wenn man nichts mehr macht und nichts mehr fordert, kann einem auch nichts geklaut werden. Das, finde ich, ist konsequent. Und da tun Sie sich gleich zusammen mit Ihrem ehemaligen Koalitionspartner. Der hat gerade gesagt, die Sportpolitik hat hier keinen Kompass und keine Linie. Daran will die FDP offenkundig auch nichts ändern, denn sie hat ja keinen einzigen Antrag gestellt. Halten wir also fest, die CDU hat den Sport in Nordrhein-Westfalen erfunden. Wenn man auf das zurückgeht, was Herr Bischoff gerade gesagt hat, kann der Sport nur froh sein, dass wir der CDU allerlei geklaut haben. Denn wir geben ihnen das Geld, was sie ihnen vorher aus der Tasche gezogen haben, ja wieder zurück. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für den Sport in Nordrhein-Westfalen. Der Sport ist bei Rot und Grün in guten Händen. Wir wollen aber vielleicht doch noch mal auf ein paar weniger karlauerische Punkte aus dem Sporthaushalt gucken. Wir haben es durch den ganzen Einzelplan schon immer wieder gehört. Wir stehen gesamtgesellschaftlich vor großen Herausforderungen. Die Flüchtlingssituation und die vielen zu uns geflüchteten Menschen sind angesprochen worden. Und da steht auch der Sport vor großen Herausforderungen. Da rede ich nicht nur davon, dass der Sport sich selbstverständlich auch bei der Unterbringung beteiligt. Und ich möchte mich ganz herzlich beim Sport dafür bedanken, dass er diese große Unterstützung hier mit den Kommunen gemeinsam leistet und auch für das klare Bekenntnis des Sports, dass nämlich die humanitäre Hilfe Priorität hat vor sportlichen Aktivitäten, wenn wir uns in solchen akuten Situationen befinden. Klar ist aber auch, dass die Hallenbelegung natürlich im Interesse aller, sowohl der geflüchteten Menschen als auch im Interesse des Sports, nur eine Übergangslösung sein kann. Und nach der Unterbringung der zu uns geflüchteten Menschen, beziehungsweise auch bereits gleichzeitig, kommt die große Aufgabe der Integration. Und da kommt dem Sport auch eine ganz bedeutende Rolle zu. Es ist schon angesprochen worden, auch vom Kollegen Kerbein, auch hier Sport und Landesregierung in gemeinsamer Verantwortungsübernahme. Wir packen in diesem Haushalt noch einmal deutlich Geld obendrauf, damit die Integration zu einem Schwerpunkt des Sportes werden kann, beziehungsweise weiter ausgebaut werden kann. Und das ist gut und wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sport wird vor Ort gestaltet. Das ist eine Binsenweisheit. 80% der Sportförderung in Deutschland leisten die Kommunen. Und das Land unterstützt die Kommunen bei dieser Förderung, zum Beispiel mit den 50 Millionen Euro, die in der Sportpauschale auch in diesem Jahr wieder an die Kommunen über das GFG ausgezahlt werden. Aber über die Übungsleiterpauschale ist jetzt schon groß und viel geredet worden. Auch damit unterstützen wir die Engagierten vor Ort bei der wichtigen Arbeit, die die Übungsleiterinnen und Übungsleiter in den Sportvereinen, vor allem auch für die Kinder und Jugendlichen, leisten. Aber, das ist mir auch ein wichtiger Punkt, wir haben lange, lange, lange miteinander über die Inklusion im Sport gesprochen. Wir haben einen langen Prozess gehabt, um mit allen Fraktionen hier gemeinsam das politische Signal auszusenden, dass wir gemeinsam hinter dem Prozess der Inklusion im Sport stehen, auch jenseits aller Farbenlehre. Und das war ein wichtiges politisches Zeichen. Nichtsdestotrotz ist es für den Sport aber auch wichtig, dass es nicht nur bei politischen Signalen bleibt. Ich gucke Herrn Lammler an, die Piraten haben es immer wieder eingefordert. Wir lösen es ein, nicht weil sie uns darauf gebracht haben, sondern weil wir alle miteinander der Meinung sind, dass es richtig ist. Deswegen stocken wir das Programm 1000 mal 1000 mit weiteren 250.000 Euro auf. Und lieber Herr Kerbein, die Vereine melden uns zurück. Dieses Projekt ist gut. Diese Gelder kommen in der Fläche an. Vielleicht sollten Sie dann noch mal mit den Vereinen, vielleicht sollten Sie mit den Vereinen in der Fläche auch noch mal sprechen. Und ich möchte noch einen kurzen Rückgriff machen auf den Einzelplan 11 heute am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Denn auch hier ist noch was für den Sport getan worden. Wir haben noch einmal 100.000 Euro draufgelegt für den Bereich Menschen mit geistiger Behinderung. Noch einmal 100.000 Euro für den Verein Special Olympics. Und ich glaube, das ist ein gutes Gesamtpaket für diese auch wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, die der Sport hier wahrnimmt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich einen kleinen Schnitt machen oder vielleicht auch einen etwas größeren Schnitt machen und noch mal zur Jugendpolitik kommen. Von der Sportpolitik zur Jugendpolitik ist grundsätzlich kein so Weitersprung. Aber in diesem Fall möchte ich als Frauenpolitikerin meiner außerordentlichen Freude darüber Ausdruck verleihen, dass wir mit diesem Haushalt 2016 endlich auch die finanziellen Mittel für eine zweite Mädchenzuflucht bereitstellen können. Mädchen und junge Frauen
die von häuslicher Gewalt und/oder Zwangsheirat bedroht oder betroffen sind, befinden sich in einer akuten Gefährdungssituation. Und oftmals brauchen sie schnelle, unbürokratische und vor allem anonyme Hilfe und Zuflucht. Und wie wichtig und erforderlich eine spezialisierte Einrichtung für Mädchen bei Gewalt ist, zeigt die langjährige Arbeit des Mädchenhaus Bielefeld. Und hier finden Sie Schutz, aber auch qualifizierte und vor allem parteiliche Beratung und Unterstützung, nicht nur in einer akuten Notlage, aber eben auch bei der Hilfe beim Entwickeln neuer Lebensperspektiven. Und auf dieser Basis und den Erfahrungen, die dort gemacht worden sind und im Austausch mit den Fachfrauen der Mädchenarbeit, sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass eine Einrichtung für Nordrhein-Westfalen doch nicht ausreichend ist. Deshalb fördern wir mit weiteren 500.000 Euro den Aufbau einer weiteren zweiten Zufluchtsstelle für das Rheinland, sodass wir in Nordrhein-Westfalen, in Westfalen mit dem Mädchenhaus in Bielefeld eine Zufluchtsstätte haben und hoffentlich bald auch im Rheinland eine zweite Zufluchtsstätte haben, damit Mädchen und junge Frauen Zuflucht vor Gewalt finden und qualifizierte und parteiliche Unterstützung für den Ausbau eines Lebensweges jenseits von Gewalt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Paul.